بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Letzte Woche, also letzte Woche Sonntag, haben wir über bestimmte Spuren gesprochen. Inshallah, eins davon ist Beraubung des Wissens, das haben wir auch gesagt. Zweitens ist Beraubung des Unterhalts, also das Unterhalt oder Versorgung, verringern das Versorgung. Und das andere sagt eine Fremde zwischen den Ungehorsamen und Allah in der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann diese Fremde wächst mit der Zeit, a'udhu billah, bis dieserjenige sich fremd fühlt unter den Gläubigen, unter den Tugendhaften. Das gilt für Brüder und Schwestern gleich, also einfach für den Ungehorsamen allgemein, ob das Frau oder Mann ist, der fühlt sich fremd unter den Muslimen, unter den rechtschaffenen Muslimen, unter den frommen Muslimen. Und diese Fremde, a'udhu billah, es wächst so stark, dass er sich dort nicht mehr wohl fühlt, er fühlt sich fremd, dann er entfernt sich von denen. Und dann durch diese Entfernung von den Muslimen und deren Sitzungen, er verliert den Segen von diesen Salihin, also diesen Segen, den sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, wie Imam Shafi'i rahimahullah sagt, ich liebe die Tugendhaften, ich liebe die Tugendhaften und Rechtschaffenen, obwohl unsere Ware nicht gleich ist. Das Imam Shafi'i, das heißt, damit meint, obwohl sie tugendhaft sind und ich nicht, obwohl Imam Shafi'i, mashallah, das ist die Bescheidenheit von Imam Shafi'i. Und er sagt, wie gesagt, obwohl wir in der Ware nicht gleich sind, der sieht sich alles ein Ungehorsamen, a'udhu billah, und der sieht die anderen Tugendhaften alles rechtschaffen, fromm, die Allah fürchten. Er sagt, ich liebe sie trotzdem, obwohl ich nicht gleich wie die bin, und ich hasse die Ungehorsamen, obwohl unsere Ware gleich ist. Das sagt Imam Shafi'i, rahimahullah. Das heißt, wenn, obwohl du die nicht tugendhaft bist oder sowas, trotzdem sollst du da sitzen mit ihnen, denn der Segen wird dich genauso treffen, wie sie trifft. Und das Wohlgefallen wird dich treffen, genau wie er sie trifft. Die Ruhe wird dich treffen, genau auch wenn du dich am Anfang fremd fühlst. Und der Grund dieser Fremde, haben wir gesagt, als ein Mann, ein Tugendhafter kam zu einem Tabiri und sagte zu ihm, ungefähre Bedeutung, er sagte, ich fühle mich sehr fremd. Ich fühle eine Fremde im Herz. Er sagte, der Grund dieser Fremde sind die Ungehorsamkeiten und Sünden. Er sagt, deswegen unterlasse diese Ungehorsamkeiten, dann wirst du dich wieder geborgen fühlen. Und wie gesagt, er entfernt sich von diesen Kreisen, dieser Sitzung, Ermahnungskreise, Erinnerungskreise der Tugendhaften. Der Segen und das Nutzen dieser Kreise wird ihnen, a'udhu billah, beraubt. Das heißt, wir kennen die Belohnung und der Gewinn von solchen Kreisen, alhamdulillah, rabbil alamin, sind viele. Das Paradies beispielsweise, das ist ein Paradiesgarten, alhamdulillah, rabbil alamin. Man wird geehrt bei Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Abrechnung vor alle Leute, alhamdulillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala verwandelt unsere schlechten Taten zu guten. Am Ende der Sitzung unsere schlechten Taten werden vergeben. Das heißt, es gibt viele, viele Sachen, alhamdulillah, die man erreichen kann. Viel Segen und viel Nutzen aus solchen Kreisen. Dieserjenige, der ungehorsam, a'udhu billah, mit der Zeit fühlt er sich fremd. Und so entfernt er sich von solchen Kreisen. Und das ist ein Verlust, a'udhu billah, so entgeht ihm Belohnungen, die wertvoller sind als das ganze Diesseits und alles, was auf ihr ist. Das sind die Sachen, die wir erwähnt haben. Haben wir auch genau danach gesagt, diese Fremde wird so stark, dass er diese Fremde zwischen sich und seiner Familie fühlt. Zwischen ihm und seiner Frau, a'udhu billah. Ja, der fühlt sich fremd mit seiner Frau, nasallahu alaihi wasallam. Und dann wächst dieses Gefühl, dass er das mit seinen Kindern spürt. Und in der Beziehung zwischen ihm und seinen Kindern spürt. Zwischen ihm und seinen Verwandten, zwischen ihm und seine ganze Familie. Und dann der empfindet diese Fremde zwischen ihm und sich selbst. Mit seinem Nafs. Er fühlt sich fremd, depressiv, a'udhu billah. Aggressiv, nicht mehr wohl, eng. Weißt du, schlecht gelaunt, die ganze Zeit lustlos, a'udhu billah. Er hat keine Lust mehr auf diesem Leben, nasallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn dieser Mann die ganze Welt besitzen würde, alle Genüsse dieser Welt besitzen würde, trotzdem diese alle Genüsse werden ihn nicht retten können vor dieser Fremde. Der einzige Rettung für ihn, dass er diese Sünde unterlässt. Er soll aufhören, ungehorsam zu werden. Wal'iyadu billah. Eine andere Spur, sagt der Gelehrte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, eine weitere Spur ist das Erschweren seiner Lage. Egal wohin er sich wendet, um etwas für sich zu erledigen, wird diesen ihm erschwert. Oder er schafft es nicht. Im Gegensatz zu dem, der sich vor Allah hütet, das heißt vor Allah hütet hier, Taqwa Allah auf Arabisch gemeint, und Taqwa Allah haben wir gesagt, das bedeutet nicht Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, sondern Furcht bedeutet Khashyatullah. Und diese sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala hört sich ein bisschen komisch an, aber der Sinn davon ist gemeint, dass man sich hütet vor dem, was Allah verboten hat. Man hütet sich vor dem, was Allah verboten hat. Du stellst ein Trennwand zwischen dir und das, was Allah verboten hat. Und damit stellst du dir eine Schutzwand, also Schutzmauer zwischen dir und die Hölle. Ja? Zwischen dir und Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren, inshallah. Eine weitere Spur, sagt Ibn al-Qayyim, ist das Erschweren seiner Lage. Haben wir gerade gesagt. Egal wohin er sich wendet, um etwas für sich zu erledigen, wird dieses ihm erschwert.
oder er schafft es nicht. Im Gegensatz zu dem, der sich vor Allah hütet. Er hütet sich vor dem, was Allah verboten hat. Denn ansonsten erweckt er Allahs Zorn und wird bestraft. Dessen Lage, also das ist der Unterschied zwischen denen, der, a'udhu billah, ungehorsam ist und der Gehorsame, dass der ungehorsam ist, seine, alle Angelegenheiten sind schwer zu erledigen. Er schafft es gar nicht. Entweder ist es schwer oder er schafft es überhaupt nicht. Zum Gegenteil zu denen, alhamdulillah, der gehorsam ist und der sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala, dessen Lage leicht gemacht wird. Wer das sich hüten vor Allah, also taqwa Allah, unterlässt, dessen Lage wird immer erschwert. Sagt Ibn Qayyim rahimahullah, mich wundert, dass viele Menschen sich darüber wundern, dass die Wege des Guten vor ihnen verschlossen bleiben und dass ihre Angelegenheiten erschwert werden und sie wissen nicht, wie das kommt. Hier ist deutlich genug. Der Allah nicht fürchtet und der sich hütet vor dem, was Allah sich nicht hütet vor dem, was Allah verboten hat, azza wa jalla, und der begeht jeden Tag Sünden und Ungehorsamkeiten ohne Ende, ununterbrochen. Er sieht sie noch nicht mal als schlecht oder als Sünde, a'udhu billah, und wundert sich, warum Allah seine Sache nicht erledigt. Und wundert sich, warum Allah seine Bittgebete nicht erhört. Und sogar viele unter denen, a'udhu billah, geben Allah die Schuld dafür. Möge Allah uns bewahren für sowas. Diese Menschen werden richtig bestraft von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie keine Reue zeigen. Allahu Akbar. Noch eine Spur ist das Befinden einer Dunkelheit im Herzen. Sagt, die er wirklich spürt, so wie er die Finsternisse in eines dunklen Nacht spürt. Und sagt Ibn Qayyim, denn die Gehorsamkeit ist Licht. Die Gehorsamkeit ist Licht, die gute Tat im Islam ist Licht. Und die Ungehorsamkeit ist Dunkelheit. Das Gegenteil von der guten Tat. Sagt, je stärker die Dunkelheit in seinem Herzen wird, desto verwirrter wird er, bis er in Irrtum, Erneuerung und vernichtende Lagen fällt und es noch nicht mehr merkt. Jetzt gibt Ibn Qayyim rahimahullah ein sehr schönes Beispiel dafür. Sagt, so wie ein Blinder, der nachts hinausgeht und die Dunkelheit nicht bemerkt. Es ist dunkel und er ist blind. Er bemerkt diese Dunkelheit gar nicht. Er geht im Dunkeln. Es ist Finsternis. Aber er merkt es gar nicht, weil er selber blind ist. Genauso derjenige, a'udhu billah, dessen Herz in Dunkelheit sich befindet, er erkennt das Licht gar nicht mehr. Weil die Schicht ist so dick, a'udhu billah, dass er gar keinen Funken von Licht hat. Es ist vorbei. Er sieht nichts mehr. Man spricht über Allah, man spricht über Akhira, man spricht über Koran, über Hadith, Ermahnungen, Lehren, aber er hat nichts davon, weil diese Worte sind aus Licht. Wie Imam Shafi hat sehr schön ein Beispiel gegeben. Sagt, jemand, der blind ist, nutzt das Licht der Sonne auch nicht. Versteht ihr? Es nutzt das Licht der Sonne auch nicht. Was muss man machen hier? Ibn al-Qayyim ibn Shafi rahimahullah sagt, also es ist das äußere Licht, das äußere Licht. Beispielsweise, es nutzt mehr, wenn die Sonne scheint, nutzt jemand, der sehen kann. Aber nutzt nicht jemand, der nicht sehen kann, der blind ist. Genauso sagt Ibn al-Qayyim ibn Shafi rahimahullah, um das Licht von Allah zu verstehen. Und das ist der Koran damit gemeint. Um das Licht vom Propheten Muhammad s.a.w. zu verstehen, das sind die Überlieferung der Hadith von Rasulullah s.a.w. Um das Licht, die Ermahnungen gemeint, die Ermahnungen, die Lehren, die wir von Sahaba hören oder von Tabi'in zu verstehen, oder jede Rede vom Freitag, das sind auch Licht, das sind Worte aus Licht. Um das begreifen zu können, braucht man das innere Licht. Und das innere Licht, sagt Shafi rahimahullah, das ist das Licht der Überzeugung, das Licht der Iman. Ohne den erkennst du nichts und begreifst du gar nichts vom Licht, was Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener gegeben hat, azza wa jalla. Und das beste Licht hier gemeint auch ist der Koran und diese Hidayah, diese Rechtleitung. Ungefähr bedeutet, sagt die Imam Shafi'i, rahimahullah, sagt, diese Dunkelheit stärkt sich so lange, bis sie in seinem Gesicht sichtbar wird. Manche Gelehrte sagen, das erkennt man sogar beim Sterben. Man erkennt es, wenn jemand stirbt. Der Ungehorsame sieht für sein Gesicht, ist anders als der Gehorsame. Ist anders als der Tugendhafte. Ich habe selber Menschen gesehen, die gestorben sind. Unterschiedliche Menschen. Einer war tugendhaft und rechtschaffen und andere war, a'udhu billah, nicht gehorsam, die ganze Zeit hat nicht gebetet. Da erschreckst du dich vor diesem Blick, a'udhu billah. Wallahi, du erschreckst dich. Deswegen, man muss sich wirklich in Acht nehmen vor Sünden, liebe Bruder. Es ist nicht zu spaßen mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil jemand, der Gift zu sich nimmt und wundert sich, dass er vergiftet wird oder stirbt, das ist außergewöhnlich. Mich wundert das gar nicht. Du nimmst Gift zu dir und wunderst dich, dass du im Krankenhaus landest, dass du vergiftet wirst, dass du stirbst. Genauso der Sünden begeht, darf sich nicht wundern, wenn er am Ende alles Kafir stirbt. Darf sich nicht wundern, wenn er alles Kafir stirbt, möge Allah uns davor bewahren, inshaAllah, Rabbil Alamin. Sagt, diese Dunkelheit stärkt sich so lange, bis es in seinem Gesicht sichtbar wird. Sein Gesicht wird dadurch schwarz. Und dies kann jeder sehen. Manche sagen, dieser können nur die Mu'minin sehen, nur die Gläubige sehen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt,
Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, die gute Tat hinterlässt Glanz im Gesicht, Licht im Herzen, Weite in der Versorgung, verleiht dem Körper Stärke und Liebe in den Herzen der Geschöpfe. Die schlechte Tat verleiht Schwärze im Gesicht, Finsternis im Herzen und im Grab. Sie vermindert die Versorgung, schwächt den Körper und verleiht Hass in den Herzen der Geschöpfe. Die Ungehorsamkeit schwächt das Herz, solange bis es vollständig tot ist. Das sind deutliche Aussagen von Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ich wiederhole die Worte von Ibn Abbas, sehr wichtige Worte von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Sagt er, die gute Tat hinterlässt Glanz im Gesicht, Licht im Herzen, Weiter in der Versorgung, verleiht dem Körper Stärke und Liebe in den Herzen der Geschöpfe. Die schlechte Tat verleiht Schwärze im Gesicht, Finsternis im Herzen und im Grab, vermindert die Versorgung, schwächt den Körper und verleiht Hass in den Herzen der Geschöpfe. Die Ungehorsamkeit schwächt das Herz so lange, bis es vollständig tot ist, sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Im Herzen liegt die Kraft, sagt Ibn al-Qayyim, des Gläubigen. Also der Gläubige, seine Kraft liegt im Herz. Beispielsweise Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, war ein sehr dünner Sahabi. Die Leute, die damals Sahaba, als Rasulullah ihm befohlen hat, in Palme zu klettern, die Sahaba haben seine Beine gesehen, sie haben gelacht. Rasulullah hat gesagt, ihr lacht über diesen Mann. Sagt, ich schwöre bei Allah, dessen Beine, also die Beine von Abdullah ibn Mas'ud, sind schwerer am Tag der Abrechnung in der Waage als das Berg von Uhud. Was hat die so schwer gemacht? Sein Iman, seine Überzeugung, der im Herzen drin liegt. Weil die Überzeugung, der Iman, sein Platz ist das Herz und nicht der Verstand. Nicht unser Verstand, damit begreifen wir, unterscheiden wir, aber der Iman, sein Platz ist im Herz. Und diese Sahabi hat diesen Iman gehabt, so starken Iman gehabt, dass die Beine von ihm allein wiegen mehr als Uhud yawm al-Qiyamah, am Tag der Abrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, ihr kennt ihn, das ist Sheikh al-Qurra, der Oberhaupt aller Rezitatoren. Ja, und Rasulullah s.a.w. hat gesagt, haltet euch an das Wissen von Abdullah ibn Mas'ud. Und Rasulullah s.a.w. hat ihn erlaubt, jederzeit zu kommen, wann er will. Zwischen ihm und Rasulullah gab es keine Zeitabmachung. Jederzeit darf er bei Rasulullah s.a.w. reinkommen. Und das hat er natürlich nicht ausgenutzt. Er hat nur noch mehr Scham gefühlt. Und hat Rasulullah noch mehr respektiert und geehrt, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Wie gesagt, dieser Sahaba Bara ibn Malik. Bara ibn Malik war auch kein breiter Sahabi oder so starker Sahabi wie beispielsweise Zubayr ibn al-Awam oder Khalid ibn al-Walid oder Sayyidina Umar oder Zayd al-Khayr. Das waren sehr hohe Sahaben. Sayyidina Umar, wenn er auf dem Pferd gestiegen ist, sein Fuß bleibt auf dem Boden. Zayd radiallahu anhu, Zayd al-Khayr, hat ihn genannt, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, weil er viel spendet und viel die Armen hilft. Wenn er auf dem Pferd steigt, seine Füße berühren immer noch den Boden. Wenn er reitet beispielsweise, und er war sehr, sehr großer Sahabi. Khalid ibn al-Walid war auch sehr stark. Zubayr ibn al-Awam sagt, sein Kopf war nicht normal, also von der Größe her. Sein Körperbau war auch sehr, sehr groß. Und die Kuffar haben sich nicht getraut, in seiner Nähe zu kommen. Wenn sie hören, er ist im Kampf, trauen sie sich nicht. So starke Sahabi gab es damals. Abu Dujana. Abu Dujana war ein sehr breiter Sahabi, sehr starker Sahabi. Und Rasulullah sagt, wer nimmt mein Schwert und gibt diesem Schwert sein Recht? Alle Sahaba gekommen, Sayyidina Umar, und alle Sahaba wollten ihn nehmen. Außer Abu Dujana, als er kam, Rasulullah hat ihm den Schwert gestreckt. Sagte hier, er hat gesagt, Rasulullah, ich nehme ihn mit seinem Recht. Und sein Recht war, dass er mit ihm kämpft, bis er kaputt geht, dieses Schwert. Und dieser Abu Dujana hat das genommen und ging richtig so breit auf der Straße. Rasulullah hat gelacht, sagte, dieser Gang im Islam ist verboten. Sagt, außer fi sabilillah. Außer fi sabilillah, azza wa jalla. Das ist gar stark, aber Bara ibn Malik war nicht so stark und so groß. Er war dünn, aber dieser Sahabi, er war so mutig und so stark, ja, dass im Kampf gegen Musaylam al-Kadhab, er hat gesagt, ich bin bereit, rüber zu springen. Die ganze Armee von Musaylam al-Kadhab dahinter. Er sagt, schmeiß mich rüber. Warum? Damit er die Festung öffnet von Kuffar. Und dann ist er rüber gesprungen, mehr als 60 Stiche hat er bekommen, zwischen Schwert und Speer und Pfeile haben sie getroffen. Aber er hat gekämpft gegen die ganze Armee, hat die Tür geöffnet am Ende. Was macht diese Leute so stark? Das ist der Iman, der im Herzen ist. Der Iman, der im Herzen sitzt. Diese starke Überzeugung, diese Gewissheit, weil ein Mu'min darf niemanden fürchten außer Allah. Und diese Leute haben diese Überzeugung erreicht. Die haben so viel Grad an Iman erreicht, das nennt man die Gewissheit, al-Yaqin. Und der Gewissheit bekommt, alle Angst und Zweifelung und Verzweiflung und Ungewissheit werden rausgeworfen aus seinem Herz. Und der fürchtet nur Allah Jalla fi'ula. Beispielsweise, du siehst eine Katze, du hast eine Katze gesehen, die kennt ja die Katze, wenn sie angreift, wie sie ist, die ist gefährlich. Mit den Krallen, ja? Viele Leute haben Angst vor Katzen. Du kannst aber eine Katze mit einem Löwen nicht vergleichen. Unmöglich, Achi. Aber subhanallah, die Sahaba waren so stark. Heutzutage habe ich gesagt, wir haben Angst vor Mäusen. Wenn eine Maus zu Hause ist, haben wir Angst.
Wenn eine Spinne zu Hause ist, hörst du nur Geschreie und weiß Allah was noch. Versteht ihr? Es ist schlimm. Wir haben Angst vor Insekten. Aber damals, Sahaba radiallahu anhu, die waren so stark, dass die Löwen den Kopf nickten vor Sahaba radiallahu anhu. Die Sahaba, beispielsweise Safina, Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diese Safina ist der Bedienste von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Als er geschickt wurde zu einer, der war unterwegs mit Sahaba radiallahu anhu, hat Sahaba verloren unterwegs. Und da war im Meer, dann ist er rausgekommen, im Gebüsch, im Gebüsch, als er den Gebüsch zur Seite macht, steht ein Löwe vor seinen Augen. Azib. Stell dir vor, da steht ein Löwe, du glaubst, du läufst über das Wasser. Vor Angst. Aber dieser Mann ist aufgegangen und hat gesagt, hörst du, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Safina, der Bedienteste von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich suche Sahaba. Und du zeigst mir den Weg. Du sprichst mit einem Löwe, ja. Dieser Löwe nickt den Kopf nach unten, dreht sich um und zeigt den Sahabi, den Gefährten des Rasulullah, von Rasulullah sallam, den Weg bis zur Sahaba. Und am Ende dieser Löwe, Safina selber sagt, bei Allah, Sahaba selber sagt, bei Allah, wir haben gesehen, dieser Löwe, wie ob er Tränen in den Augen hatte. Und so streichelt er Safina, weil er traurig war, weil er sich von ihm verabschieden musste. Wer macht das? Wer ändert das Gesetz? Wallahi, bei Allah, Jalla fi'ala, wenn wir den richtigen Iman haben, Allah stellt das Gesetz auf den Kopf. Das heißt, Angst vor dem Löwen, nein, der Löwe hat Angst vor uns. Wann, wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir ehrlich sind mit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir wirklich nur Allah fürchten, Jalla fi'ala. Wallahi, ich habe Sachen erlebt, manchmal bei Brüdern, subhanahu wa ta'ala, ein Hund fängt an zu bellen, bellen. Der Bruder sagt, wir gehen mit Überzeugung durch jetzt, lassen bellen bis morgen früh. Wir haben keine Angst vor ihm. Wallahi al-Azim, dieser Hund hat den Kopf, er nickte den Kopf nach unten und stellte sich ein ganz an die Wand und so ängstlich, subhanallah. Nur weil die Brüder mit Yaqin gegangen sind, dass Allah schaden kann, Allah nutzen kann, dieser Löwe oder dieser Hund kann nicht schaden, kann nicht nutzen. Wenn wir ehrlich sind mit Allah, Allah stellt alles zur Verfügung, subhanahu wa ta'ala. Wie kommt Sahaba, dass sie über Wasser gehen können? Wie geht das? Wie kann sein, dass Allah schickt an dir einen Rabe, der mit dir spricht? Wie macht Allah subhanahu wa ta'ala Sand zu Mehl? Das ist abhängig von dir. Dein Herz. Dahin guckt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah achtet nicht, wie du aussiehst, darauf, wie du aussiehst. Achtet nicht, ob du Niqab trägst, ob du 4 Meter Bart hast. Aber Allah achtet auf dein Herz und deine Taten. Wenn du diesen Iman hast, du bist stark. Diesen Iman hast du nicht, hast du Angst vor alles. Deswegen Aisha, Muawiyah sagt zu Aisha, ja Aisha, also ungefähr lehre mich Aisha, aber kurz. Sagt, du sollst wissen, derjenige, der Allah fürchtet, alles andere wird ihn fürchten. Und du sollst wissen, wenn du nicht Allah fürchtest, du wirst alles andere fürchten. Und wir haben heute den Beweis dafür, dass wir Ameisen fürchten, dass wir Spinnen fürchten, dass wir Katzen fürchten, dass wir, weiß Allah, was noch, Mäuse fürchten, Ratten fürchten. Aber nicht Allah. Nicht Allah. Wir müssen Allah fürchten. Wir müssen Angst haben vor wem? Vor Allah, Jalla fi'ala. Und das haben Sahaba gehabt, radiallahu anhu. Ein Mann, ein Tabi'i, kam jemand zu ihm zu Besuch. Und dieser Mann kam gerannt zur Moschee. Angst, sein Herz schlägt. Er atmet sehr schnell. Was ist los, hat er gefragt. Sagt er, dein Löwe hat mich da draußen erschrocken. Sagt er, was für ein Löwe? Sagt er, der Löwe draußen. Dann ist dieser Tabi'i, komm mit, hat er gesagt. Wir gehen raus. Dann ist er rausgekommen, der Löwe war wirklich da. Dieser Tabi'i sagt zum Löwen, sagt, habe ich ja nicht gesagt, erschrecke meine Gäste nicht mehr? Was für Worte sind das? Nur von einem Mann, der Iman hat. Nur von einem Mann, dessen Herz gefüllt ist mit Überzeugung und Gewissheit. Der nur Allah fürchtet. Der nur Angst hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der weiß, dass diese Löwe nicht schaden kann und nicht nutzen kann. Weil Allah, jalla fi'ula, die Herzen der Geschöpfe sind in Hand von Allah. Gehorche Allah, dann Allah macht das alles andere dir gehorcht. Wallahi, das macht Allah, jalla fi'ula. Aber heutzutage, das haben wir nicht verstanden. Diese Löwe, dann dieser Mann sagt, habe ich nicht gesagt, erschrecke meine Gäste nicht mehr. Dieser Löwe nickt den Kopf und geht. Angst. Der andere sagt, wie hast du es gemacht? Sagt, der Unterschied zwischen dir und mir oder ihr und uns, sagt er, wir haben das Innere von uns geändert, verbessert. Und ihr habt nur das Äußere verbessert. Und das ist die Lage von der Ummah heutzutage. Wir ziehen Sunna an, Niqab an, Hijab an, Bart 4 Meter lang. Aber wo sind die Eigenschaften hier? Wo ist diese Gewissheit? Wo ist diese Überzeugung, die wir brauchen heutzutage? Die fehlt. Wallahi, die fehlt mir besonders diese Gewissheit. Und sogar viele wissen noch nicht mal, was bedeutet Yaqin im Islam oder Gewissheit im Islam. Möge Allah uns beschützen vor dieser Schwäche. Und hier sagt, im Herzen liegt die Kraft des Gläubigen. Je stärker sein Herz, desto kräftiger wird sein Körper. Das heißt, die Kraft deines Körpers ist abhängig von deinem Herz. Je mehr Überzeugung drin ist, je mehr Gewissheit drin ist, je mehr Licht drin ist, das ist das, wie sagt man, diese Batterie, wodurch du funktionierst. Wie ein Auto.
Wenn Batterie leer sind, funktioniert das Auto? Nicht. Man muss eine neue Batterie kaufen oder aufladen. Genauso die Bude. Wir müssen jeden Tag aufladen. So, durch solche Kreise. Muss nicht unbedingt eine Moschee sein. Wenn du deinen Bruder draußen triffst, sprichst mit ihm über Allah. Versuch ähnlich zu sein wie Abdullah ibn Rawaha radiallahu an. Immer wenn jemand trifft, lass uns eine Stunde glauben. Lass uns unsere Überzeugung stärken. Heute treffen wir uns. Was hast du in der Schule gemacht? Was hast du gestern? Ja, Achi, diese Schule wird er nicht nutzen. Allah wird dich nicht fragen im Qabr, was für Abschluss du hast. Ich sage nicht, dass Schule verboten ist, dass man das nicht falsch versteht. Aber am Qabr wirst du ganz andere Fragen bekommen. Diese zwei Engel, ja, Achi, ich habe gestern noch gelesen, Augen wie Blitz, Stimme wie Donner. Sag, und der Atem ist wie Flammen. Deren Atem ist wie Flammen. Sogar im Hadith sagt, jeder von denen hat einen Eisenhammer in seiner Hand. Sag, wenn die ganze Jinn und Ents und Menschen versuchen, es zu tragen, schaffen sie nicht. Da wirst du doch noch Sorgen haben über Arbeit oder Schule oder weiß Allah was. Das sind ganz andere Sorgen. Du musst stark sein für diesen Treffen. Stark. Und solange dein Herz kein Iman hat, kein Licht hat, hast du Probleme. Im Dunya und Akhir. Allah mahfud mein Rabbi. Sag dem Ungehorsamen aber, selbst wenn sein Körper stark ist, wird seine Stärke ihn verlassen. Wann? Wenn er sie am meisten braucht. Jetzt achtet auf die Worte hier. Sag, damals waren die Römer und die Perser körperlich stark. Trotzdem wurden sie von den Gläubigen, von Sahaba immer besiegt. Die Römer damals war die gewaltigste Macht. Die Perser genauso. Die stärkste Macht der ganzen Welt. Alle haben vor denen Angst gehabt. Alle haben gezittert vor denen. Dann kommen Sahaba, radiallahu anhu. Sklaven waren Sahaba. Arme Menschen waren Sahaba. Jugendliche waren Sahaba. Sehr dünne Sahabi waren unter denen. Sehr junge Sahabi waren unter denen. Aber sie haben diese Macht besiegt. Und die einzige Macht, die Sahaba hatten, ist diese Überzeugung deren Herzen, dieser Iman deren Herzen, diese Gewissheit in deren Herzen. Und die Schlachten von Sahaba, die Kämpfe, beweisen es auch. 314 Sahabi ungefähr kämpfen gegen fast der dreifache oder vierfache Armee von Quraysh und besiegen Quraysh. Besiegen die Römer. Die Römer sind geflüchtet. Der König von China, als Amr ibn al-As radiallahu anhu geschworen hat, ich werde den Königreich von China betreten mit meinem eigenen Fuß. Als der König von China das gehört hat, er hat gesagt, hat ein Tablett vorbereitet aus Gold und also Sand oder Erde von China darauf getan, sagte, bringt es ihm sofort, weil diese Leute, wenn sie schwören, sie werden es auch das behalten, was sie geschworen haben. Sagte, mir ist es lieber zu sterben, unter die Erde zu gehen, als gegen diesen Menschen zu kämpfen. Die haben Angst vor Sahaba gehabt. Der König von Rom, als Sahaba bereit waren zum Kampf, sie sind rausgegangen. Die waren auf dem Hügel Sahaba, die haben nachts gebetet. Dann hat ein Spion geschickt, ein Araber geschickt als Spion. Die ganze Nacht beobachtet der Sahaba, radiallahu anhu. Dann ist er zurück zum König von Rom, hat er gesagt, was waren das für Menschen? Sagt, sie summen wie Bienen, sie rezitieren Koran, summen wie Bienen, hat er gesagt. Sagt, die ganze Nacht, die haben nur ein Datteljeder gegessen. Sie summen wie Bienen, die rezitieren Koran. Manche stehen im Gebet, hat er gesagt, sie beten die ganze Nacht, sie schlafen nicht. Sagt, am Ende hat er gesagt, sie haben Siwak, dieses Siwak, was wir benutzen, für Zähne. Sagt, ja, jeder von denen hat eins und bereitet seine Zähne vor, die wollen es auffressen. So hat er gedacht, dieser Mann, was haben die Römer gesagt? Sagt, bei Allah, wenn es so ist, diese Menschen werden das bekommen, was sie wollen, und sie werden mein Königreich bekommen. Dann sind sie geflüchtet. Azib, warum haben die Menschen Angst vor Sahaba damals gehabt? Weil die stark waren, die Herzen waren, dieser Allah hat gesehen, die haben Angst vor ihm. Sie fürchten Allah. Alter, wir fürchten alles andere außer Allah. Wallahi, wir fürchten alles andere außer Allah. Möge Allah uns bewahren, Yachi. Wie gesagt, die Ungehorsamen, aber selbst wenn sein Körper stark ist, wird seine Stärke ihn verlassen, wenn er sie am meisten braucht. Damals waren die Römer und die Perser körperlich stark. Trotzdem wurden sie von den Gläubigen besiegt. Dies zeigt, dass ihre körperliche Kraft sie im Stich ließ, als sie sie am meisten benötigten. Also die wahre Kraft liegt im Herzen. Und diese Kraft ist die Kraft vom Iman. Kraft des Iman. Überzeugung, Gewissheit. Das ist die wahre Kraft, die wir heute brauchen. Eine andere Spur, sagt, ist die Berauben der Gehorsamkeit. Das ist eine sehr der schlimmsten Spuren, na'udhu billah. Sagt, die Sünde verhindert das Verrichten guter Taten. Immer wieder werden die Diener Allahs davon abgehalten werden, gute Taten zu verrichten. Dadurch werden ihnen viele gute Werke geraubt, die besser für sie wären als das ganze Diesseits. Er kennt den Hadith von Rasulullah, sagt, لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها
كما قال صلى الله عليه وسلم. Und gefährer bedeutet, sagt Rasulullah, dass ich sage Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ist mir lieber als das ganze Diesseits oder alles, worauf die Sonne aufgeht. In anderem Hadith überliefert, sagt Rasulullah, die zwei Raka'at Sunna, Fajr, die Sunna von Fajr, Gebet und Morgengebet, sind lieber besser als das ganze Diesseits. Zwei Raka'at, die dauern manchmal ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Diese Menschen, die Sünden begehen, diese Taten werden denen beraubt. Die werden davon abgehalten. Der Grund dafür ist was? Die Sünde. Die schlechte Tat, die sie verachten, die sie gar nicht als schlecht sehen. A'udhu billah. Ein Beispiel hat Ibn al-Qayyim hier gegeben, sagt, es ist, als ob jemand etwas gegessen hat, etwas Schlechtes gegessen hat, wodurch er krank geworden ist, und dies hindert nun ihn, also ihn nun daran, köstliche Speisen zu essen. Du isst etwas Schlechtes, dein Magen geht nicht gut, aber vor dir steht, mashallah, eine Torte, mit Honig drauf, weiß Allah, was noch drauf ist. Ah, Sahne, mashallah, Schokolade drauf, weiß Allah, ich mache euch jetzt heiß auf eine Torte. Ne? Also mashallah, dass diese ganze Creme läuft. Ha? Aber du willst essen, aber dein Magen tut weh. Warum? Weil du etwas Schlechtes gegessen hast. Genauso ist diese Sünde, Udubla, die du verrichtest. Diese schlechte Tat ist genauso, die Ungehorsam ist genauso. Du begehst diese Ungehorsamkeit. Du willst gerne zu Fajr gehen, zum Moschee, aber schaffst du nicht. Weil diese schlechte Tat hindert dich, Udubla. War ein Grund dafür, dass Allah das dir nicht ermöglicht, Jalla Fi'ula. Aber du bist selber schuld, Udubla. Möge Allah uns für das bewahren, inshallah. Hier ist eine andere Spur, die ist auch sehr wichtig, diese Spur, Udubla. Möge Allah uns davor bewahren. Die Ungehorsamkeit vermindert das Alter und rottet dessen Segen aus. So wie die Frömmigkeit das Alter verlängert, so verringert die Sünde es. Es gibt verschiedene Meinungen über diesen Thema. Manche Gelehrte sagen, das Vermindern des Alters bedeutet das Ausrotten dessen Segens. Andere sagen, es bedeutet, sein Alter verringert sich wörtlich. Es ist genauso wie bei der Versorgung. Wir haben einmal gesagt, dass Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die schlechte Tat verursacht was? Vermindert die Versorgung. Dein Leben unterhalb wird immer geringer, immer schwerer, A'udhu Billah. Und hier sagt genau, weil das Alter gehört ja zur Versorgung. Da sagt hier, Allah hat Gründe erschaffen, geschaffen, die Versorgung, also ungefähr sagt, also Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla fi'ula, hat Gründe geschaffen, die Versorgung, den Segen des Alters und das Alter selbst vermehren oder verringern. Die Versorgung, der Todeszeit, das Glück, das Unglück, die Gesundheit, die Krankheit, die Armut und der Reichtum sind von Allah vorherbestimmt. Jetzt achtet auf diese Worte. Trotzdem hat Allah Gründe erschaffen, die diese Vorbestimmung ändern kann. Ein Beispiel von Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ein Beweis für diese Aussage, sagt Ibn al-Qayyim, ist die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, wer möchte, dass sein Alter verlängert wird, soll die Verwandtschaftsbande pflegen. Ein deutlicher Beweis. Die gute Tat verlängert das Alter. Hiermit wird bewiesen, dass die gute Tat das Alter verlängert. Jetzt einen anderen Beweis von Anas ibn Malik, der Bedienteste vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 Jahre lang bediente er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also hat diese Worte von wem gehört? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik sagte zu Al-Binani, ein Tabi'i, verrichte ausführlich den Wudu, diese Wasser vom Gebet. Sagt, trotz Unannehmlichkeit, wenn es kalt ist. Besser lieber, viele Leute sagen, es ist kalt, ich benutze lieber warmes Wasser. Aber wenn du kaltes Wasser benutzt, hast du mehr Hasanat, mehr Belohnung, werden dir mehr guten Taten geschrieben und deine Sünden werden mehr gereinigt, sagt Prophet Muhammad. Sagt, verrichte Wudu trotz Unannehmlichkeiten und dein Leben wird verlängert. Allah sagt im Koran, ich habe die Dschinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Nur damit sie mir dienen. Das ist das wahre Leben, dass du dein Leben verbringst im Ibadah, in der Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Dienst von diesem Dien und Islam. Deine Zeit, deine Atemzüge, dein Herzschlag, deine Schritte, deine Bewegung, dein Schlaf. Alles gehört Allah. Alles gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er hat dir das alles gegeben. Dein Geld, dein Vermögen, dein Reichtum. Deine Kinder, benutze sie für diese Dien. Lass sie wissen, dass deren Erfolg liegt, wenn sie für Allah arbeiten. Wenn sie ihre Zeit verwenden für Dien, für die Gehorsamkeit Allah jalla fi'ula. Hier sagt, die Ausrottung des Alters bedeutet, dass der Diener Allahs das wahre Leben verpasst. Welches das Leben des Herzens? Aus diesem Grund bezeichnet Allah den Ungläubigen als tot. Allah spricht im Koran, ist den, der tot war und den wir dann lebendig gemacht haben und ihm ein Licht gaben. Der Tod in diesem Vers bezeichnet den Unglaube und die Aussage lebendig gemacht haben bedeutet die Rechtleitung. Das ist der wahre Leben im Islam, wenn du rechtgeleitet wirst.
Vorher warst du tot. Obwohl du unter den Augen der Menschen du lebst. Aber im Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala, du bist tot. Deswegen der Kafir stirbt zweimal. Und der Mu'min, der Gläubige, lebt zweimal. Hier sehen wir das. Sagt, die Aussage lebendig gemacht haben, bedeutet die Rechtsleitung. Der Muslim wird zweimal geboren. Das erste Mal bei der Geburt. Und das zweite Mal, wenn sein Herz das Licht Allahs gesehen hat, es erkennt und danach lebt. Der Ungläubige stirbt zweimal. Das erste Mal ist, nachdem er das Licht Allahs sieht, es nicht erkennt und sich für den Unglauben entschied. Das zweite Mal, wann passiert das zweite Mal? Also ungefähr, wenn der stirbt. Das zweite Mal ist am Ende des Lebens. Deswegen die Ungläubige um Al-Qiyam werden sagen, ja Allah, du hast uns zweimal sterben lassen. Das erste ist gemeint, als sie als ungläubig gelebt haben, und das zweite Mal, als sie dann wie jeder andere stirbt. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das wahre Leben das Leben der Herzen, so ist das wahre Alter die Zeit, welche man in der Gehorsamkeit gegenüber Allah verbringt. Die Frömmigkeit, die Furcht und die Gehorsamkeit gegenüber Allah verlängert diese Zeit. Verlängert diese Zeit. Wenn der Diener Allah sich von Allah abwendet, verschwendet er damit die wahren Tage seines Lebens. Die wird er aber erst am Tag der Auferstehung erkennen. Dann wird er voller Bedauern sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. Deswegen nennt man Yawm al-Qiyama Yawm al-Hasra. Yawm al-Hasra. Das heißt der Tag des Bedauern. Da werden Menschen die verlorene Zeit bedauern. Sogar die Gläubige werden das bedauern. Im Hadith sagt, die Gläubige Yawm al-Qiyama am Tag der Auferstehung werden jede verpasste Stunde im Leben, in dem sie nicht Allah gedenkt haben, bedauern. Sie werden es bereuen. Warum? Sie sehen das, was Allah denen vorbereitet hat im Paradies. Im Paradies gibt es Stufen. Ja? Je höher die Stufe im Paradies ist, desto besser. Je höher dein Zuhause im Paradies ist, desto besser. Die sehen, die haben schöne Paradies. Wenn sie reingehen, sie werden nicht mehr traurig werden. Aber vorher bedauern sie, dass sie nicht mehr getan haben, sonst hätten sie bessere Stufen bekommen. Weil der, der oben ist im Paradies, darf nach unten kommen und sie besuchen. Aber der, der unten darf die oberen nicht besuchen. Das heißt, du wirst diese Stufen nie sehen für die Ewigkeit. Ist das kein Verlust? Wallahi, es ist ein Verlust. Weil im diesseitigen Leben beispielsweise, du siehst jemanden, der ein Auto hat, schönes Auto hat. Du strebst eifrig, du willst ein besseres Auto haben. Das ist die Veranlagung der Mensch. Er will immer besser sein, er will immer mehr haben. Du siehst, jemand hat mehr, sagen wir mehr Ruhm, der andere Schauspieler will mehr berühmt sein als er. Der andere hat schöne Villa, will bessere Villa machen. Es passt nicht, dass einer besser als er hat. Einer hat besser, was schöne Frau, er will schönere Frau haben. Das ist so. Was passiert? Hier im diesseitigen Leben, obwohl das diesseitige Leben vergänglich ist. Obwohl sie eifern, eifrig in diesem diesseitigen Leben, aber trotzdem, das ist vergänglich. Aber das schlimmste Bedauern und Schmerz, weil das andere ist das ewige Zuhause. Das muss normalerweise mehr wehtun. Ein Gläubiger begnügt sich nicht mit dem tiefsten, untersten Stufen. Er will mehr haben. Er will höher Stufen bekommen, weil je höher, desto näher bist du Allah subhanahu wa ta'ala. Desto besser, du bekommst mehr. Ja? Allah ehrt dich mehr, als die da unten sind. Also der Muslim darf nicht satt werden von diesen guten Taten, bis sein Bleibe, ehrlich gesagt, das Paradies ist. Und versucht, die höchste Stufe zu erreichen im Paradies, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sagt, wie wir bereits erwähnt haben, ist das wahre Leben das Leben der Herzen. So ist das wahre Alter die Zeit, welche man in der Gehorsamkeit gegenüber Allah verbringt. Die Frömmigkeit, die Furcht und die Gehorsamkeit gegenüber Allah verlängert diese Zeit. Allah segne diese Zeit und verlängert diese Zeit. Wenn der Diener Allahs sich von Allah abwendet, verschwendet er damit die wahren Tage seines Lebens. Die wird er aber erst am Tag der Auferstehung erkennen. Dann wird er voller Bedauern sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. Und das Bedauern sieht so aus am Tag der Abrechnung. Dass diese Menschen auch wieder knabbern an deren Finger. Sie knabbern langsam, langsam. Sie beißen langsam da drauf, stückchenweise. Nicht nur heutzutage, sie knabbern auf die Fingernägel. Aber dort, sie werden auf die Finger knabbern, auf Fleisch und Blut und Knochen beißen. Sie werden beißen. Sie werden immer weiter bis zum Ellbogen knabbern. Und beißen auf diesen Fleisch und diese Knochen und diese Nerven, das tut sehr, sehr weh. So sieht das Bedauern aus. Also lieber bedauerst du heute jede Sünde. Lieber bedauerst du heute jede schlechte Tat. Du sollst heute deine Zeit nicht verpassen, ja, weil jeder Tag, der vergangen ist, kehrt nicht mehr zurück. Ist verlorener Tag. An dem Tag, an dem du Sünden begonnen hast,
an dem Tag, wo du nicht gebetet hast, an dem Tag, wo du Allah nicht gedenkt hast, an dem Tag, wo du vielleicht Fajr verschlafen hast, an dem Tag, wo du Jumu'ah nicht gebetet hast, an dem Tag, wo du Allahs Pflicht vernachlässigt, an dem du dich, A'udhu Billah, muss mir Allah verzeihen, dass du dich, A'udhu Billah, mit Unzucht verbracht hast oder mit Alkohol trinken, das sind alle verlorene Tage. Du brauchst nur einen Tag zu bedauern. Du musst nur einmal bedauern vom Herzen, einmal Tränen vergießen für diese schlechten Taten, für diese vergangenen Nachlässigkeiten. Was passiert? Allah wandelt alle diese schlechten Taten um für dich zu guten Taten. Und du gehörst, du bist der Liebling Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allah liebt die Reumütigen. Das heißt, wenn du in diesem Moment Reue zeigst und du kehrst wirklich zurück, wahrhaftig zurück und ehrlich, mit Aufrichtigkeit, Allah subhanahu wa ta'ala wandelt alle diese Schlechten um zu guten Taten und du gehörst zu denen, die Allah liebt. Du gehörst zu denen, die Allah liebt, Jalla fi'ula. Deswegen, die Brüder, achtet darauf, dass vorm Schlafengehen zwei Raka'at gemacht werden und Allah um Verzeihung bitten für unsere vergangenen Nachlässigkeiten, um unsere Sünden. Wir machen immer Sünden, a'udhu billah. Und wir bitten Allah sogar um die Sünden, die wir tun, während wir die Pflichten verrichten. Weil unsere Pflichten sind nicht vollständig. Wir beten nicht mit Demut. Wir gedenken Allah subhanahu nicht mit Demut. Wir sind unachtsam beim Gebet. Beim Fasten, wir fasten nicht richtig. Unsere Augen, a'udhu billah, sind wie Radar, wenn wir fasten. Wir sagen schlechte Worte, wenn wir fasten. Wir hören Schlechtes, wenn wir fasten. Wir denken, Fasten ist nur Essen und Trinken. Nein. Nein, ja, Achi. Deine Augen müssen fasten, dein Magen muss fasten, deine Augen müssen fasten, deine Ohren, deine ganzen Glieder müssen fasten. Weil durch diese Taten, am Ende des Ramadan, der Ziel von Ramadan, dass du Allah fürchtest am Ende. Ja? Viele Menschen verstehen Fasten nur Essen und Trinken, a'udhu billah. Das heißt, unsere Taten müssen sich verbessern, inshallah, und Allah um Vergeben dafür bitten. Eine weitere Spur ist, dass die Sünde oder die Ungehorsamkeit eine weitere Ungehorsamkeit erzeugt. Achtet auf diese Spur. Die ähnlich ist wie die davor war. Dies geschieht so lange, bis es dem Ungehorsamen schwer fällt, die Sünde zu verlassen. Und er wird abhängig von Sünden. Wie jemand abhängig ist von Drogen. Diese Menschen werden abhängig von Sünden. Die Abhängigkeit von einer Sünde ist schlimmer als die Abhängigkeit von einer Droge, a'udhu billah. Sagt, dies geschieht so lange, bis es dem Ungehorsamen schwer fällt, die Sünde zu verlassen. Ein vortrefflicher Vorfahrer sagte, die Strafe einer Sünde ist eine Sünde, die ihr folgt. Die Belohnung der guten Taten ist eine gute Tat, die ihr folgt. Das heißt, eine gute Tat erzeugt eine gute Tat. Und eine schlechte Tat erzeugt eine Sünde und eine schlechte Tat, a'udhu billah. Ungefähr so sagt der Gelehrte Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Und dann sagt er ungefähr, und die Belohnung einer guten Tat ist eine gute Tat, die ihr folgt. Ein Gelehrter sagte, wenn eine gute Tat verrichtet wird, die andere gute Tat sagt, verrichte mich auch. Ja, wenn du zum Beispiel Fajr betest, Dhuhr sagt, du sollst mich auch verrichten. Das Gebet Dhuhr sagt, verrichte mich auch. Das ist ein Wort von einem Gelehrten. Wenn diese getan ist, folgt die dritte gute Tat und sagt ebenfalls das Gleiche. Und so folgen immer mehr gute Taten. Komm, achtet auf diesen Worten. Sagt, dass, also ungefähr die dritte gute Tat sagt das Gleiche und so weiter. So vervielfacht sich die gute Tat und der Gewinn vermehrt sich. Ebenso geschieht es auch mit der Sünde und der Ungehorsamkeit. Dies geschieht so lange, bis die gute und die schlechte Taten zu einem feststehenden Zustand und einer notwendigen, untrennbaren Eigenschaft werden. Man kann sich nicht mehr davon trennen, ob das gut oder schlecht. Deswegen, man soll sich daran gewöhnen, an die guten Taten. Sayyidina Abu Bakr Siddiq hat so Allah gedenkt, subhanahu wa ta'ala, so viel Dhikr gemacht, dass er, wenn er zu seinen Bedürfnissen gegangen ist, beispielsweise auf halt zu urinieren oder sowas, eine Art, er hat Stein im Mund getan, weil er seine Zunge automatisch Allah gedenkt hat. Es ging nicht anders. Es gibt einen Mann bei Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zeit, dass wenn er schläft, du hörst, wenn er atmet, er macht Tasbih. Wallahi, Brüder haben ihn live erlebt, live. Er schläft und sein Schlaf ist subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Er macht jeden Tag Dhikr. Er kann nicht anders. Das geht nicht anders. Sein Körper, seine Zunge, seine Seele, sein Herz haben sich daran gewöhnt. Heutzutage, es gibt Menschen, die müssen jeden Tag fluchen. Weil deren Zunge hat sich daran gewöhnt. Aber die Zunge, liebe Brüder, hat Pflichten. Diese Pflichten, beispielsweise eine der Pflichten, erstens, ich erwähne es kurz dazwischen, eine sehr wichtige Sache. Und die Pflicht unserer Zunge, erstens, ist das Bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Diener und der Gesandte Allah ist. Diese Shahada. Glaubensbekenntnis ist Pflicht für unsere Zunge. Die zweite Pflicht ist all dem, was im Gebet zu sagen ist. Koran-Rezitation, Lobpreisung bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei Vorbeugung oder bei Niederwerfen beispielsweise, oder Fatiha zu lesen,
oder diese Tashahud, beispielsweise wenn man sitzt, wenn man sich hinsetzt, diese Tashahud, Tahiyyatulillah, das ist auch eine Pflicht beim Gebet beispielsweise, das sind Pflichten für die Zunge. Die musst du erwähnen beim Gebet. Und Shahada musst du auch, sagt, das sind die zweite Pflicht. Die dritte Pflicht von unserer Zunge ist das gute Gebieten und das schlechte Verbieten. Und das gute Gebet des Verbieten gehört dazu, sagt, den Irregehenden Recht zu leiten. Ihnen den Weg zu zeigen, den wahren Weg zeigen, durch die Zunge, durch Da'wah ila Allah, indem du rufst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite sagt, um Unwissenden zu lehren, ist eine Pflicht. Dritte Pflicht von uns, also noch eine Pflicht von unserer Zunge, die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein. Und auch noch dazu, man darf, also wenn du zu Gericht gerufen wirst im Islam, du musst eine wahre Aussage machen. Du darfst nicht lügen. Das ist eine Pflicht für unsere Zunge. Ja, das ist eine Pflicht, weil jemand lügt, was soll man sagen, jemand lügt und lügt weiter, ununterbrochen, sagt, bis er bei Allah, sein Name steht, der Lügner. Er wird bekannt als Lügner bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der andere, der wahrhaftig ist, der immer die Wahrheit sagt, es gab eine Zeit von Hajjaj ibn Yusuf, ein Mann, der war bekannt mit seiner Ehrlichkeit. Seine zwei Söhne wurden von Hajjaj ibn Yusuf, diesem Tyrannen, gesucht. Und Hajjaj ibn, wenn jemand sucht, das heißt, bedeutet Tod. Das heißt, er wird sie töten, köpfen. Was haben die gesagt, gesucht? Die haben sie nicht gefunden. Einer von den Wachen hat gesagt, ich weiß, wie wir sie finden. Sagt er, wie? Sagt er, geht zum Vater, er ist bekannt, dass er immer die Wahrheit sagt. Er darf nicht lügen. Er kann nicht lügen. Dann sind sie zum Vater gegangen und sagt, wo sind deine zwei Kinder? Wir müssen sie zur Gefangenschaft nehmen. Sagt er, die sind zu Hause. Jemand sucht deine Kinder, um sie zu töten. Du sagst einfach zu Hause, weil du nicht lügen, weil du Angst hast vor Lügen. Was ist das für eine Ehrlichkeit? Und dann beten der Hasid und sagt, wir haben deine Kinder verziehen durch deine Ehrlichkeit. Deswegen die Wahrheit sagen, auch wenn es bitter ist. Man darf nicht lügen, besonders ein Verbot von unserer Zunge, üble Nachrede, die Bruder. Man darf keine schlechten Sachen sagen, A'udhu Billah. Sayyidina Umar und Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhuma, sie waren unterwegs mit Rasulullah sallam auf einer Reise. Und die hatten einen Mann, der sie bedient hat. Dieser Mann hat geschlafen. Er hat lange geschlafen, ja. Sayyidina Abu Bakr sagt, dieser Mann schläft auf der Reise, wie ob er zu Hause am Schlafen wäre. Das heißt, sie haben nur diese Worte gesagt. Das sind für uns heutzutage normal. Dann haben sie ihn geweckt und gesagt, geh zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und hol uns was zu essen von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So etwas, so Öl oder sowas zum Essen. Dann ist er gegangen und sagt, ja Rasulullah, Sayyidina Umar und Abu Bakr haben gesagt, du sollst denen was zu essen geben. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, geh zu denen und sagt, ich sehe Fleisch, Spuren von Fleisch zwischen eure Zähne. Dann ist er gegangen und hat das gesagt. Die Sahaba haben sich erschrocken. Er sagt, wir haben aber nichts gegessen. Dann gingen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagten, oh Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam, wir haben nichts gegessen, wir haben kein Fleisch gegessen. Sagt er, ich sehe das Fleisch eures Bruders zwischen eure Zähne, sagt Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sagt, ihr habt doch das und das über ihm gesagt, ihr habt doch gesagt, dass er lange schläft. Sagen sie, sagt also, ihr habt üble Nachrede verübt, geübt, also hinter dem Rücken von eurem, ihr habt gelästert über ihn. Dann Sahaba direkt Angst, ja Rasulullah, bitte um Vergeben von uns bei Allah. Dann sagt Rasul, nein, er soll für euch um Vergeben bitten bei Allah. Jetzt achtet auf diese Gefahr, an diesem Punkt, dass wenn wir üble Nachrede machen, A'udhu Billah, und wenn wir lästern über einen Bruder, wir sind verpflichtet, zu ihm zu gehen und von ihm verlangen und bitten, dass er bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergeben bittet für uns. Sonst haben wir Probleme Yawm al-Qiyamah und wir werden unsere Hasanat, unsere guten Taten ihm weitergeben müssen. Und wir haben nicht genug Hasanat, die wir weitergeben müssen am Tag der Abrechnung. Wie Malik ibn Dinar, ein Tabi, hörte, dass jemand über ihn gelästert hat. Was hat er gemacht? Er hat schönes Essen vorbereitet. Hat ihn eingeladen. Hat denjenigen eingeladen zum Essen, der üble Nachrede verübt hat über ihn. Da sagt der andere, wie lädst du mich ein? Sagt, ich habe schlecht über dich geredet, ich habe gelästert hinter deinen Rücken. Da sagt er, ja, du hast mir deine guten Taten geschenkt. So wollte ich dir dafür danken. Du bist nett gewesen, mashallah. Also, Alhamdulillah. Ein anderer kam zu Imam Shafi'i, glaube ich, hat angefangen zu schimpfen mit Imam Shafi'i. Mit Umar ibn Abdulaziz, Entschuldigung. Hat angefangen zu schimpfen, schlecht zu reden. Umar ibn Abdulaziz hat gesagt, das ist deine eigene Akte, mach damit, was du willst. Fülle in deine Akte, was du willst. Das heißt, das, was du sagst, die Malaka schreiben es auf. Also, du redest schlecht über mich, mach damit, was du willst. Und du gibst mir dein Hasanat weiter sowieso. Deswegen, man muss sich in Acht nehmen, ja. Jedes Wort, was aus deinem Mund rauskommt. Deswegen, die Glieder jeden Morgen, wenn wir aufwachen, die sprechen zu unserer Zunge und sagen, also ungefähr, wir bitten dich um Allah, sei standhaft, sei gerade. Wenn du krumm bist, wir sind krumm. Wenn du standhaft bist, wir sind standhaft. Diese Zunge spielt eine große Rolle. Ein Tabi'i sagt, meine Zunge ist wie ein Raubtier. Wenn ich sie freilassen würde, sie wird mich auffressen.
Möge Allah uns beschützen von unserer Zunge, inshallah. Wir haben ja gesprochen über die Tabi'in, radiyallahu rahimahumullah oder radiyallahu anhum, diese Menschen, die sehr tugendhaft waren. Sie haben, wie gesagt, wir haben heute Abdul Wahid ibn Zayd, das M-Tabi, hat gesagt, jedes Wort, was ich sage, erstmal bevor ich es ausspreche, denke ich darüber nach. Ich denke darüber nach. Ich bereite dafür immer eine Antwort für Yawm al-Qiyamah. Die Brüder, wir sagen wirklich viel. Wir sagen sehr, sehr viel. Sayyidina Isa hat gesagt, ungefähr, Tuba für denjenigen, dessen Worte nur Gedenken Allah sind. Nur das Gedenken an Allah ist. Das heißt, seine Zunge gedenkt nur Allah. Er hat seine Zunge daran gewöhnt, über Allah zu sprechen, über Gutes zu sprechen, weil so lenkst du deine Zunge ab von schlechten Worten. Lenkst du sie ab und du merkst, wenn ein schlechtes Wort aus dir rauskommt, du bedauerst es sofort. Das tut weh. Und du bittest Allah um Vergeben. Weißt du, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf unsere Zunge achten. Das meiste, was die Menschen in Jahannam bringt, Yawm al-Qiyamah, ist die Ernte deren Zunge. Das, was sie mit der Zunge gesagt haben. Das ist wie eine Schlange, diese Zunge, A'udhu Billah. Wenn ihr dich umwickelt, ist es verloren. Möge Allah subhanahu uns für diese Zunge, inshallah, bewahren, inshallah, Rabbil Alameen. Sagt, wenn der Wohltäter gehindert wird, Gutes zu tun, fühlt er sich eingeengt wie ein Fisch, der das Wasser verlassen hat. So fühlt er sich der Ungehorsam, A'udhu Billah. Sagt, ihm geht es erst besser, wenn er wieder gute Taten vollbringen kann. Beispielsweise, ja, er hört, seine Freunde haben eine Party veranstaltet, wo viele Frauen waren, A'udhu Billah, halb angezogene Frauen, halb nackt, halb bedeckt, geschminkte Frauen. Diese Leute, diese Frauen, hat Prophet Muhammad über die gesagt, sie werden den Duft von Jahannam nicht riechen. Sie werden Jahannam gar nicht duften. Diese Duft von Jahannam werden sie gar nicht mitbekommen. Paradies. Sie werden das Paradies, sie werden... Ich habe Jannah gesagt, Abu Ayyadikum. Ich habe Jahannam gesagt. Das ist mein Paradies, nicht Jahannam. Nein, nee, ihr müsst mich verbessern. Ich bin auch, mein Kabel da oben sind zu fest heutzutage. Wie gesagt, diese Frauen, A'udhu Billah, die halb nackt sind. Der Rasul sagt, ich habe zwei Sorten von Menschen noch nicht gesehen, die ins Höllenfeuer gehören. In seiner Zeit gab es sie nicht. Die ersten sind, das ist ein Zeichen von Yawm al-Qiyamah. Sagt, die einen sind Männer oder Menschen, die Peitschen haben in der Hand, die aussehen wie die Schwänze von Kühe. Kennt ihr diese Peitschen? Sagt, damit peitschen sie die Menschen. Das hat sie, haben wir schon genug gesehen. Das ist die Polizei damit gemeint. Und, Tafsir von Ulama sagt, das ist die Polizei. In unserer Zeit, die Polizei haben Stöcke. Damals gab es die Peitschen. Die Polizei von damals haben sie Peitschen. Die haben damit Menschen geschlagen. Und die zweite Sorte, sagt Rasulullah, sind Frauen, A'udhu Billah, Kasiyat und Aariyat. Sind Teil angezogen, Teil bedeckt und Teil nicht bedeckt. Das heißt, Minirock ist Beweis dafür. Oder sie sind bekleidet, aber mit ganz engen Sachen. Man sieht alles, A'udhu Billah. Und das sind die Frauen, sagt Rasulullah sallam, Ma'ilatin Mumilat. Wenn sie gehen, sie wackeln, A'udhu Billah. Kennst du diese hohen Schuhe, tak, tak, und wackelten rechts und links, A'udhu Billah. Warum Mumilat? Mumilat heißt, sie verführen die Männer. Diesen Frauen, sagt Rasulullah, das sind die Heuchler, A'udhu Billah. Sie sind Heuchlerin, und diese Frauen werden das Paradies noch nicht mal duften. Also riechen. Also diese Duft vom Paradies darf man noch nicht mal riechen. Diese schöne Duft vom Moschus, duftende Moschus, der Boden vom Paradies ist aus duftende Moschus, mashallah. Diese Frauen werden das noch nicht mal riechen, sie werden ins Paradies gar nicht reingehen. Und das ist nicht zu spaßen. A'udhu Billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wenn dieserjenige hört, die haben eine Party veranstaltet, war eine schöne Party, ihm geht es gar nicht gut. Was macht er, weil es ihm so sehr wehtut? Er veranstaltet selber eine Party und lädt die Leute nochmal wieder ein. Ich kenne solche Leute, die damals so waren. Wallahi. Wallahi, wenn ihm eine Party entgeht, er rastet aus. A'udhu Billah, eine Party, was ist denn eine Party, ehrlich gesagt? Was ist denn daran eine Freude? Erstens, gemischt Frauen und Männer. Zweitens, Alkohol wird getrunken. Drittens, wird Musik gespielt. Viertens wird Unzucht begonnen. Das heißt, vier oder fünf große Sünden befinden sich in diesem Ort. Und der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala, der Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala ist gegen sie gerichtet die ganze Nacht. Was ist denn daran eine Freude? Und das tut den Ungehorsamen weh. Er fühlt sich wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Erst geht es ihm wieder gut, wenn er im Wasser ist, dieser Fisch. Genauso dieser Ungehorsame. Erst geht ihm wieder gut, wenn er die Sünde wiederholt hat und wenn er sie wieder erreicht hat und getan hat. A'udhu Billah. Aber, jetzt andersrum. Ungefähr sagt der Gelehrte hier über den... Aber sagt, wenn der Wohltäter gehindert wird, Gutes zu tun, fühlt er sich eingeengt wie ein Fisch, der das Wasser verlassen hat. Ihm geht es erst besser, wenn er wieder gute Taten vollbringen kann.
Der Ungehorsame dagegen fühlt sich eingeengt, wenn er keine Sünden begehen kann. Ihm geht es erst wieder gut, wenn er Ungehorsamkeiten begehen kann. Das haben wir mit dem Ungehorsamen gesagt, aber mit dem Gehorsamen ist ganz anders. Wenn er den Pilgerpfad verpasst, wallahi, der heult. Das tut weh. Wallahi al-Azim, es tut weh, wenn man Pilgerpfad verpasst. Diese ganze Belohnung verpasst, weil das Jahr ist vorbei, ja, der kommt nicht mehr zurück. Das heißt, diese Pilgerpfad kannst du nicht mehr nachholen. Wenn du ein Fajr-Gebet verpasst, Morgengebet im Moschee verpasst, du bekommst für die Gemeinschaftsgebet 27 Mal mehr Belohnung, als wenn du alleine betest. Und jeder Schritt, den du im Dunkeln zum Moschee machst, ist ein Licht für das vollkommene Licht am Tag der Abrechnung. Ja? Und man sagt, dieses Morgengebet ist der Teil, man sagt, ein Bruder hat gesagt, ist Imanometer, hat er gesagt, nicht Thermometer, sondern Imanometer, damit messt man dein Iman. Und das ist der Schlüssel für andere Anbetung. Ja? Und du bist im Schutz von Allah den ganzen Tag. Der dir Unrecht tut, Allah schmeißt ihn in Jahannam. So geehrt wirst du durch den Morgengebet. Ja? Und du bist frei von Heuchlerei, wenn du das Gebet schaffst. Weil Rasulallah einmal hat zwei Leute vermisst im Morgengebet. Er sagt, wo sind die zwei? Die sagen, sie sind abwesend, ja Rasulallah. Dann hat er gesagt, die schwersten Gebete für die Heuchler sind das Morgengebet und das Abend, das Nachtgebet. Das Isha gemeint. Für die Heuchler. Und dieses Fajr-Gebet, dieses Licht hast du verpasst am Morgengebet. Hast du verpasst, der kommt nicht mehr zurück, diese Belohnung kannst du nicht mehr nachholen. Du kannst dein Leben lang freiwillige Gebete verrichten, du wirst diese Belohnung nicht mehr erreichen. Du kannst es nicht mehr nachholen. Aber der Mu'min tut ihm weh. Wallah, es tut ihm weh, weil er weiß, dass es ein Verlust ist. Jede gute Tat, die verloren gegangen ist, ist ein Verlust. Erst geht ihm wieder gut, wenn er in Pilgerfahrt ist. Wenn er in Mekka wieder ist, um die Pilgerfahrt zu verrichten. Es geht ihm wieder gut, wenn er Fajr steht und betet vor Allah subhanahu wa ta'ala in Moschee. Er verzichtet auf seinen Schlaf. Wallahi al-Azim, normalerweise die Menschen, wenn die mit dem Augen sehen, die Ruhe findet man am Schlaf. Aber der wahre Mu'min findet seine Ruhe, wenn er das Schlaf verlässt, um das Morgengebet zu verrichten. Bei Allah Azza wa Jalla. Die Sahaba radiyallahu anhum, sie fanden die besten Zeiten ihres Lebens, deren Ruhe fanden sie im Kampf fi sabilillah, im Jihad fi sabilillah. Dort haben sie die Ruhe gefunden, da wo Blut geflossen ist, vergossen wurde. Da wo Fingernägel gefallen sind von Sahaba, oder Zehennägel gefallen sind von Sahaba, dort haben sie die Ruhe gefunden. In Anstrengung, in Bewegung. So ist der Mu'min. Sahaba, wenn denen eine gute Tat entgangen ist, die haben die Nacht geweint. Ein Mann hat gebetet einmal, Pflichtgebet. Und während er betet, hat er einen Vogel in seinem Grundstück gesehen, in seinem Garten gesehen. Einen schönen Vogel. Dann während er betet, hat er sich mit dem Vogel beschäftigt. Was hat er danach gemacht? Weil es ihm wehgetan hat, weil er weiß, dass er unachtsam war beim Gebet und sich mit dem Vogel beschäftigt hat, dieser schöne Vogel beschäftigt hat, er weiß, die Belohnung ist verloren gegangen. Was hat er gemacht? Das ganze Garten, das ganze Grundstück hat er gespendet für Sabilillah. Die Menschen haben begriffen. Heutzutage, ehrlich gesagt, uns entgehen so viele gute Taten. So viel. Aber wer bedauert? Wem tut es weh, ehrlich gesagt? Wenn eine Sünde begonnen ist, ja, Allah ist barmherzig. Wenn eine schlechte Tat verpasst wurde, Allah ist Rahim, Allah ist barmherzig. Aber wir vergessen den zweiten Teil, Allah, seine Strafe ist gewaltig, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor diesen schlechten Taten, a'udhu billah. Sag, viele Freveler begehen Ungehorsamkeiten, obwohl sie keinen Genuss dabei empfinden. Wallahi. Die Menschen, die Drogen nehmen, ehrlich gesagt. Du siehst, die sind kaputt. Die können nicht mehr laufen, aber sie nehmen weiter Drogen. Wallah, ich schwöre bei Allah, dass diese Droge, die er nimmt, ist kein Genuss mehr drin. Nur er muss es nehmen, weil es geht nicht mehr anders. Er ist abhängig, aber das ist genau bei Ungehorsamkeiten. Genauso bei einer jeder Sünde, die du immer wieder tust, du wirst abhängig davon, du genießt sie nicht mehr. Sogar sie tut dir weh, aber du musst es tun. Das ist eine Strafe. Du kannst nicht mehr davon los. Er genießt nicht mehr, aber trotzdem muss er das machen, a'udhu billah. Sagt, viele Frevler begehen Ungehorsamkeiten, obwohl sie keinen Genuss dabei empfinden, weil das Unterlassen der Ungehorsamkeiten ihnen Schmerzen bereiten würde. Der will es nicht, der kann nicht. Er versucht das noch nicht mal. Das tut weh, wenn er keinen Unzucht begeht. Es tut weh, wenn er die Party nicht mitgemacht hat. Es tut ihm weh, wenn er keinen Alkohol trinkt. Es tut ihm weh, wenn er über andere Menschen nicht lässt. Wallahi al-Azim, es gibt Menschen, wallah, sie müssen jeden Tag lästern. Sie können es nicht anders. Die einzige Tat, die sie verüben, sie sitzen mitten im Hof irgendwo, da wo sie wohnen, und andere von anderer Seite und der andere von dir, und dann jeder beschimpft die Mutter von den anderen und lästert über den. Hast du gesehen, seine Hose, wie sie aussah? Hast du gesehen, was er anhatte? Hast du gesehen, was sie anhatte? Hast du gesehen, wie lang ihr Haar ist? Hast du gesehen, was von der Farbe sie? Das ist das Einzige, was sie machen, a'udhu billah. Das ist das Einzige. Und das sind die Menschen, die Rasulullah sallam gesehen hat. In dieser Nachtreise, sie haben Fingernägel aus, wie sagt man das?
Subhanallah, nicht Gold und nicht Silber, das andere. Bronze. Ungefähr so, und hat einen anderen Namen. Heißt das? Zink. Ja, ähnlich. So, aus Bronze eigentlich, hat er gesagt. Heißt Kupfer oder irgendwas so ähnliches? Kupfer, heißt es. Aus Kupfer, sagt er, und was machen sie? Wir zerreißen deren Gesichter die ganze Zeit. Sagt, das sind die Menschen, die das Fleisch von Muslimen gegessen haben, lebendig, tot. Das heißt, wie ob jemand tot ist und du hast dein Fleisch gegessen, A'udhu Billah. Es ist widerlich. Das hast du. Aber diese Menschen, die Schafe im Barzakh, nicht Yawm al-Qiyamah, sondern in dieser Zwischenstation, im Grab, sie zerreißen deren Gesichter mit Fingernägel aus Kupfer. A'udhu Billah. Das sind die, die üble Nachrede verüben. Ist das keine grausame Strafe, A'udhu Billah? Weißt du, wie das wehtut? Das bis Yawm al-Qiyamah. Bis zum Tag der Auferstehung, wal'iyadu billah. Und Allah sagt über die Strafe im Grab, das ist die kleine Strafe. Was erwartet sie dann am Tag der Auferstehung, wal'iyadu billah? Allahumma hafidhna min al-dhunub, ya Rabb. Sagt der Wohltäter, strengt sich so lange an, bis er sich an das Verrichten der guten Taten gewöhnt. Es liebt und dies allen anderen vorzieht. Dann sendet Allah die Engel der Gnade herab, die ihn bei dem Verrichten von guten Taten unterstützen. Sie stören ihn sogar beim Schlaf, damit er gute Taten verrichten kann. Das ist die Hilfe Allah. Allah sieht, subhanahu wa ta'ala, du gibst dir Mühe. Du willst erreichen. Du willst ein guter Mensch sein. Du willst diese Taten verrichten. Du willst Fajr aufstehen. Manchmal schaffst du nicht, du bist schwach. Manchmal bist du nachts beten, schaffst du auch nicht. Du kämpfst miteinander. Manchmal stehst du auf nachts und du wachst, was aber du kannst nicht aufstehen. Aber Allah sieht, du willst. Du kämpfst, du stellst den Wecker an. Aber du stehst nicht. Dieses Einstellen von Wecker, ja, Achi, ist ein Beweis für Allah subhanahu, dass du willst. Nicht, ich stelle den Wecker, weiß Allah gar nicht an und sage, weil ich schlafe, ich stehe nachts auf oder ich gehe zu Fajr-Gebet. Nein, man muss die Gründe nehmen, um aufzustehen. Allah sieht, du versuchst, du gibst dir Mühe, du hast es nicht gehört, du bist schwach. Erstes Mal, zweites Mal, du kämpfst, dann Allah schickt diese Malaika, diese Engel der Gnade, dann unterstützen sie dich. Sie bewegen dich nachts, du schläfst nicht und du stehst auf. Und wenigstens das Wenigste bei Allah Azza wa Jalla, ein Gelehrter sagt, wenn du wachst nachts auf und du kannst trotzdem nicht beten, dann wenigstens bewegt deine Zunge mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, das zählt als Nachtgebet. Gedenke Allah im Liegen, ja Allah, astaghfiruk Allahumma wa tubu ilayk. La ilaha illallah, subhanallah, während ich im Bett liege, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, wenigstens kann ich nachts beten, aber ich habe was davon, wenn ich sage, subhanallah, in der Nacht. Dann gehörst du denen, die Allah erwähnt im Koran, dass sie nachts Allah lobpreisen. Oder astaghfirullah. Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Bitte Allah um Vergebung. Du gehörst zu den al-Mustaghfiruna bil-Ashar. Die vom Fajr gebet, das heißt, der letzte Teil der Nacht, Allah um Vergebung bitten, die hat Allah im Koran erwähnt. Abdi möchte so sein. Abdi, ich sehe das von seinem Herz, er will. Aber er schafft es nicht, er ist schwach. Jetzt schickt Allah die Engel, die dich unterstützen. Weil die Engel haben verschiedene Aufgaben. Und dann sie wecken dich auf. Sie geben dir Kraft, beten Allah subhanahu wa ta'ala. Dann merkst du kannst nur noch Fajr beten. Du kannst nicht mehr ohne Fajr leben. Es geht nicht mit deinen Tagen. Es ist so grausam, wenn du das Gebet morgens in Moschee nicht verrichtest. Das Gebet, der Tag ist so schwer, A'udhu Billah. Sogar die anderen Anbetungen sind nicht mehr so frei, so leicht für dich, weil du das Gebet vom Fajr verpasst hast. Du erkennst das Licht von diesem Gebet. Du bist glücklich darüber, nachts zur Moschee zu gehen, zu Fuß. Und keiner sieht dich außer Allah. Jeder Schritt, den du machst, Allah erhört damit gibt dir eine gute Tat dafür. Und mit dem linken Fuß, Allah subhanahu wa ta'ala, löscht eine Sünde. Machst du 1000 Schritte, hast du 1000 Hasanat, 1000 gute Taten geschrieben und 1000 Sünden weniger. Bi-Ibnillah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ula. Jetzt achtet auf den Ungehorsamen, A'udhu Billah. Der Ungehorsame begeht so lange Sünden, bis er sie liebt und sie allem anderen vorzieht. Daraufhin sendet Allah die Teufel auf ihn, die ihn dabei unterstützen, weiter Ungehorsamkeiten zu verrichten. Die sind die Armee des Guten und die Armee des Schlechten, des Bösen, A'udhu Billah. Sagt die also ungefähr, sagt der Gelehrte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wir erwähnen noch eine Spur, inshallah, dann machen wir Ende, inshallah. Die Ungehorsamkeit schwächt die Entschlossenheit für das Gute. Und hier sagt Ibn al-Qayyim, vor diese Spur muss man sich am meisten fürchten. Sie schwächt den Willen des Herzens, Gutes zu verrichten. Oder sie schwächt das Herz, gehorsam zu sein. Und stärkt dabei seine Entschlossenheit, Schlechtes zu verrichten, also ungehorsam zu sein. Sie schwächt schrittweise die Entschlossenheit, Reue zu zeigen, bis diese ganz verschwindet. Also diese Entschlossenheit existiert gar nicht mehr in seinem Herz. Er denkt noch nicht mal dran, einmal einen Moment in seinem Leben Reue zu zeigen. Er verrichtet zwar Reue, er macht Reue, achtet darauf, mit der Zunge, aber sein Herz verharrt
weiter darauf Sünden zu begehen. Dies ist eine der schlimmsten Krankheiten und die am nächsten zum Untergang. Das heißt, dein Herz hat keine Kraft mehr, Gutes zu tun. Funktioniert nicht mehr. Wie ein Auto, wenn die Batterie leer ist und nicht leer, sondern kaputt ist, musst du eine neue Batterie holen. Aber ein neues Herz kriegst du ja nicht. Ein neues Herz kannst du nicht kaufen. Also das Einzige, was man machen muss, hüte dich am Anfang vor dieser Sünde. Beschütze dich vor dieser Sünde. Vermeide die Orte, wo Sünden sind. Versuch die Blicke zu senken. Besonders die Augen, liebe Brüder, die haben große, große Wirkung auf unsere Herzen. Und davor muss man sich in Acht nehmen. Wir sind alle schwach. Wir machen alle Fehler. Das bedeutet nicht, dass man aufhört, dass man die Hoffnung verliert an die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat versprochen, der Reue zeigt, Allah wird seine schlechten Taten zu guten umwandeln. Allah wird ihn lieben subhanahu wa ta'ala. Allah wird ihn ins Paradies reinlassen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn ehren im Diesseits und im Jenseits bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aber diese Reue soll vom Herzen kommen. Und jedes Mal ein Rat von mir, inshallah, jedes Mal, wenn du Fehler machst, hör nicht auf an die Hoffnung Allah subhanahu wa ta'ala, an die Barmherzigkeit Allah zu glauben. Denn das nennt man Hoffnungslosigkeit gegenüber der Barmherzigkeit Allah. Und das ist eine große Sünde im Islam. Weil Sayyidina Ali sagt, radiallahu an, die Hoffnungslosigkeit gegenüber der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sünde, die schlimmer ist als die Sünde, die du begangen hast. Das heißt, du begehst eine Sünde, du machst eine schlechte Tat. Und direkt das einzige Gefühl, was du hast im Herz, Allah wird mir diese Tat nicht vergeben. Das heißt, du bist hoffnungslos. Dieser Gedanke ist schlimmer als die Sünde selbst. Weil egal wie groß deine Sünden sind, egal wie viele das sind, die Gnade Allah und die Barmherzigkeit Allah ist weiter und größer als das alles. Sogar der Teufel, Yawm al-Qiyamah, wird seinen Kopf so lang ziehen, weil er so viel Gnade sehen wird am Tag der Abrechnung, wie Allah die Muslimin begnadigen wird, subhanahu wa ta'ala, der wird denken, ich werde auch ins Paradies gehen werden. Also hört nicht auf, an die Barmherzigkeit Allah subhanahu zu glauben, aber nutzt sie auch nicht aus. Nutzt sie nicht aus, sondern dankt Allah dafür, indem wir, inshallah, Rabbil Alamin, uns hüten vor der Sünde und vor der Ungehorsamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor beschützen, inshallah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا يا ربي من النفاق وطهر قلوبنا يا رب العالمين من الشرك والكفر اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا ان عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان اللهم اعف عما سلف وكان من الكفر والفسوق والعصيان يا حنان يا منان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم من علينا بتوبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم نسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم احينا يا رب عيش السعداء اللهم ارزقنا عيش السعداء وارزقنا موتة الشهداء اللهم ارزقنا موتة الشهداء اللهم ارزقنا موتة الشهداء وأدخلنا جنة الأتقياء الأنقياء الأخفياء يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.